Willkommen zurück bei den Passcom-Brüdern. Wir fahren fort mit unserem Mikrotik, aber eigentlich IPv6-Tutorial. Ja. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie ist der Verbreitungsgrad, warum brauche ich es eigentlich überhaupt, wie ist der Stand der Dinge, warum sollte ich mich damit beschäftigen. Ja. Wir hoffen, die Neugierde darauf geweckt zu haben, man sollte sich damit beschäftigen, besonders wenn man im Admin-Bereich unterwegs ist. Genau. Und heute wollen wir ganz sanft mal mit den Grundlagen beginnen. Und so eine Adresse mal anschauen und wie ist sie aufgebaut und was ist da unten? Wie schreckt sie uns ab? Ja, genau. Dazu haben wir was vorbereitet. Genau, ich habe jetzt einfach mal, das kann auch jeder hier selber mal nochmal nachschauen, wenn er möchte, einfach den Wikipedia-Artikel mal zur Hand genommen, um zu sehen, wie ist denn die Adresse aufgebaut. Wir sehen hier eine ganz typische V6-Adresse. Was kann ich für Unterschiede erkennen? Doppelpunkte. Es wird nicht mehr mit Punkten getrennt, sondern mit Doppelpunkten getrennt. Hier muss man sich ein bisschen umstellen. Und ein zweiter großer Unterschied, sie wird nicht mehr standardmäßig dezimal geschrieben, sondern hexadezimal. Das heißt nicht von 0 bis klassischerweise 255 jetzt, sondern es wird halt von 0 bis f adressiert, was bedeutet, dass es 15, dass quasi eine Stelle 15 Werte haben kann. Ja, das ist mal der ganz generelle Unterschied in der Darstellungsweise, der mich auch abschreckt. Also zum einen mal die Länge und zum anderen mal ist Dezimal halt einfach für uns wunderbar lesbar. Ja. Ich kann sofort sehen, aha, das ist eine IP-Adresse, das hat sich eingebrannt, ich habe 4 Oktets und die sind genau. Und ich kann es auch schnell mir merken und abschreiben. Ja, das ist eigentlich ein Hauptfeature. Genau. Ja. Ich weiß so viele IP-Adressen auswendig von irgendwelchen meinen Geräten. Ja. Was ist da eigentlich das Argument dann dazu? Was DNS. Muss ich da machen? DNS. Ja. Ich kann die zwar runterkürzen, soweit ich weiß, mit meinem Ja, ich kann mir halt, also ich meine, im Prinzip, wir schauen uns das nochmal an, wie die aufgebaut ist. Es kommt dann auf die letzten Stellen drauf an und die kann ich mir auch merken. Was ich mir halt irgendwie schon kopieren muss, ist der vorherige Rattenschwanz, wie ich tatsächlich mein Netz definiere und dann hinten raus sind das auch nicht so viele Stellen. Aber da reden wir nochmal extra drüber. Ganz kurz an der Stelle. Der DNS wird wahnsinnig wichtig und ich muss auch in kleinen und Experimentierumgebungen eigentlich ein DNS haben, weil sonst wäre ich nicht mehr froh. Genau. Das muss ich sehr tippen. Also wenn ich jetzt mal diese ganze Adresse hier eingeben muss, in meine URL, da schauen wir gleich nochmal an, wie das ausschauen kann, dann muss ich immer sehr viel schreiben. Gut, jetzt haben wir hier diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Genau. Und die können jeweils bis F, 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 F,
wird alles mit Nullen aufgefüllt. Mhm. Also wenn ich hier irgendwo Doppelpunkt, Doppelpunkt sehe, dann heißt es einfach, in diesem Bereich stehen lauter Nuller. Mhm. Und ich habe in der Praxis oft Bereiche mit vielen Nullen. Ja, hast du schon getestet. Ja. Da macht es eigentlich sehr viel Sinn, dass ich nicht hier so einen Ratenschwanz an Adresse habe, sondern kann mir das schön zusammenkürzen. Ich darf diese Doppelpunkt-Doppelpunkt-Kürzung natürlich nur einmal in der IPv6-Adresse machen. Also okay. Wenn ich jetzt hier einen 4-Nuller-Block habe und da hinten nochmal zweimal diesen Nuller-Block, dann kann ich den kürzen, den hervorderen aber nicht. Mhm. Also ich kann jetzt zweimal Doppelpunkt-Doppelpunkt machen. Gibt es eine Regel, den hinteren oder den vorderen? Das ist egal, ich kann es nur einmal machen. Okay. Welchen ich da rauskürze? Den längeren. Ist meistens der längere, ja. Ich kann den kürzeren nachher rauskürzen, bloß das, ziemlich dumm. Das kürzt halt nicht ausreichend schön. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, einfach den größten Nuller-Block mit zwei Doppelpunkten rauszuholen. Okay. So wird es eigentlich in der Praxis auch gemacht. Deswegen, wenn wir hier zum Beispiel jetzt diese Adresse anschauen, Doppelpunkt, Doppelpunkt, das heißt, hier sind lauter Nuller dazwischen, dann FFFF und dann eine Übersetzung. Das ist zum Beispiel hier ein Space für eine V4-Adresse. Ich kann eben hier V4-Adressen in IPv6 kapseln. Mhm. Das ist möglich, das ist auch für ein bestimmtes Deployment-Szenario notwendig. Also das geht jetzt zu weit eigentlich jetzt für uns noch mit dem V4 hineinkapseln. Mhm. Aber man kann sich das halt schön merken mit dem Nullen kürzen auf eine Null. Genau. Oder wenn ich dann mehrere Nullblöcke hintereinander habe, die mehrere Nullblöcke durch zwei Doppelpunkte, aber nur einmal in der Adresse. So ist es. Okay. Gut. Was muss ich noch beachten? Wenn ich die Adresse jetzt wie früher in den Browser eingebe. Ja, das ist natürlich blöd. Doppelpunkt ist im Browser eigentlich schon sehr beliebt verbraucht. Genau, richtig. Da ich dann meinen Port eigentlich angebe. Hier unten ist auch nochmal das Beispiel mit dem Port. Da wird es vielleicht noch besser ersichtlich. Ich habe hier Doppelpunkte und die werden ja hier schon als Trennung für den Port benutzt. Das heißt, ich muss das in eckigen Klammern setzen, wenn ich tatsächlich eine IPv6-Adresse eingebe in meinem Browser. Ja, erstens mal ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, bloß bei Testzwecken. Ja. Und zweitens ist es so, wenn ich browse, will ich meistens Port 80. Dann macht der Browser ja sowieso das von selbst, so wie es bei IPv4-Adressen ja auch macht. Gibt ja auch keiner Doppelpunkt 80. Ja. Beim Browser hinten an, so ist es. Weil sie einfach weggekürzt wird. Genau, aber sollte ich ein Port nochmal angeben müssen, muss ich es so schön in eckigen Klammern schreiben. Rumpfeckige Klammern. Gut. Okay, was wollen wir uns noch anschauen? Zur Basis der Adresse. Genau, so ist die Adresse aufgebaut. Jetzt gibt es natürlich auch Adressbereiche. Wir sehen hier das 2001. Jeder kennt aus IPv4 auch Adressbereiche. Mhm. Ich kann nicht einfach wahllos eine, kann ich schon, kann ich bei mir daheim wunderbar funktionieren, sonst nicht. Kann ich hier auch wahllos verwenden, wenn ich das will. Ist halt nicht sehr konform und in der Internetwelt wird man nicht weit kommen. Ja, jetzt gibt es ja so viele, da wenn man ein bisschen rumwildert. Naja, wenn ich, es gibt bestimmte die Bereiche und manche Bereiche werden auch nicht global geroutet. Wie bei IPv4. Genau, da kommen wir dann später noch drauf. Es gibt ja diesen ganzen Link-Local-Bereich, da sich ja einiges verändert in der Konfiguration der IP-Adresse. Und der wird dann einfach nicht geroutet. Also wenn ich das daheim mache, ist das schön. Wenn ich das im Internet machen will, gehe ich dann baden. Es gibt Adressbereiche in V4, daraufhin wollte ich hinaus. 192.168.00/16 kennt zum Beispiel jeder. Den 10er-Bereich und den 172.16er, das ist ein bisschen exotischer. Aber das sind zum Beispiel private. Und dann gibt es bestimmte Bereiche für öffentlich und für Benchmark-Tests und so weiter und so fort. Zero Config Network. Genau. Bei V6 ist es genauso. Es sind hier die Bereiche festgelegt und dieser 2000.//3 ist der Global Unicast. Das heißt, dieser Adressbase ist mein Unicast Adressbase für meinen Internet-Traffic, der global geroutet wird. Und in dem sollte ich auch drin sein, weil viele Router werden mich sonst ablehnen, weil sie sagen, das ist kein globales Unicast und deswegen route ich das überhaupt nicht. Ah, verstehe. Ja. Es ist genauso, dass ich zum Beispiel einen Internet-Router und sage, wenn jemand mit 192 oder 168 daherkommt, das schmeiße ich weg, weil das kann nicht sein. Und genauso wird es mir eben hier gehen, also muss ich schon in dem richtigen Adressbase sein. In der Regel kriege ich sowieso vom Provider einen Adressbase zugewiesen, einen /200, je nachdem, wie groß die Firma ist, slash 32, keine Ahnung. Das mit den Netzmaskenangaben geht genauso wie vorher. Genau. Schiebe ich da binär zu oder schiebe ich jetzt da die Hex-Octets? Nein, es wird in Dezimal angegeben. Also slash 128 ist quasi das slash 32, da das ja quasi jetzt größer geworden ist. Genau, also da ändert sich nichts. Ändert sich nichts in der Schreibweise. Es ist nur,
1/32 sind halt viel, viel mehr IP-Adressen wie früher, weil einfach das ganze Teil länger ist. Mhm. Okay. Also wenn ich jetzt 1/32er Netzbereich habe, war das ja früher eine IP-Adresse und heute sind das quasi eine komplette Stelle, was ja sehr viele IP-Adressen sind. Okay, dann was sieht man hier noch? Hier sieht man auch die Kürzungsmethode wieder sehr schön, bei dem 2000, Doppelpunkt, Doppelpunkt, alles mit 0 und dann zum Schluss die Netzmaskenangabe. Genau. So ist es. Hier gibt es eben verschiedene Bereiche, die sind alle noch reserviert für irgendwelche anderen Sachen. Dann gibt es eben Multicast-Adressen natürlich, muss man auch haben, gibt es bei IPv4 genauso für Multicast-Traffic. Und es gibt noch Unicast Local. Was bedeutet das? Das ist hier ein spezieller Adressbase, das werden wir später noch kennenlernen, der die sogenannte Auto-Config oder Zero-Config verwendet. Mhm. Das heißt, diese Adresse definiert, dass sie lokal ist. Mhm. Wenn sie so beginnt, also meine automatische Adresse konfiguriert, weiß ich, das muss eine lokale Adresse sein. Okay, also das Zero-Config-Network gibt es ja in der IPv4-Welt auch. Mhm. Genauso. Genau, es ist ein Auto-Config und wir können uns anschauen, warum. Im Prinzip liegen diese lokalen Adressen an und über diese lokalen Adressen werden Sachen automatisch aufgespürt und dann können zusätzlich offizielle IP-Adressen hochgefahren werden. Aber das schauen wir uns später an, wie funktioniert das. Das ist quasi der DHCP-Ersatz, wenn man so möchte. Darum brauche ich eben diese lokalen Adressen. Und jeder, der schon mal ein Interface hochgefahren hat, wo IPv6 auch aktiviert ist, hat sich vielleicht schon mal gewundert, oder habe ich jetzt irgendeine IP-Adresse? Woher kommt die denn her? Und das ist genau diese Local-Adresse, die er dann automatisch dann vergibt. Okay. Ich denke, das ist soweit genug. Also man hat diese, zur Zusammenfassung, man hat jetzt die als Standardschreibweise, natürlich kann ich es auch in anderen Schreibweisen schreiben, aber die Standardschreibweise ist jetzt gewechselt von Dezimal zu Hexadezimal. Ich habe die Doppelpunkte als Trennzeichen. Genau. Ich kann alle Stellen befüllen, wenn ich möchte, und kann halt gewisse Kürzungen vornehmen. Das ist wichtig. Und ich sollte wissen, dass es eben verschiedene Prefixe gibt, wie bei IPv4 auch. Genau. Und ich muss das als Prefix angeben. Ich kann nicht mehr das, wie man früher so gekannt hat, 255, diese dezimale Subnetzmaske, die gibt es nicht mehr. Ich muss das mit dem Prefix angeben. Das ist auch ein Unterschied. Das geht nicht mehr anders. Okay. Aber wer viel mit IPv4 arbeitet, macht es sowieso. Ja, genau so eigentlich schon. Netzmasken und alles schauen wir uns dann im nächsten Tutorial genau an. Danke fürs Zuschauen und bis nächsten Freitag. Dein. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage MobiDick und das Passcom-Systemhaus findet ihr unter passcom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf passcombrothers.net.